Guten Tag, Bonasiva, Bonjour, Welcome. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, Freunde und Freundinnen des Goethe-Instituts Bukarest. Wir bieten Ihnen ab heute ein neues digitales Format an, online natürlich und live, wo wir unter dem Titel Rendezvous at Goethe Ihnen einmal die Woche einen Gast präsentieren. Und Sie werden sehen, der Titel Rendezvous und der erste Gast haben schon was miteinander zu tun. Wir haben den Titel gewählt, weil sich im Wort Rendezvous natürlich ein Treffen ausdrückt, aber doch etwas mehr. Zu einem Rendezvous verabredet man sich, verabreden sich Paare, aber verabreden sich auch Freunde. So auf jeden Fall ist die Bedeutung im Deutschen. Was für uns besonders ist bei diesem Format, was wir Ihnen anbieten wollen, ist, dass wir ein Gespräch führen, aber dass wir auch mittels der Chat-Funktion Ihnen die Möglichkeiten geben wollen, Fragen zu stellen. Wir wollen also nicht nur frontal Ihnen etwas vorschlagen, sondern wir wollen auch ein partizipatives Element haben. Wenn Sie also jetzt im Laufe der nächsten Minuten, wenn ich das Gespräch mit unserem ersten Gast beginne, Fragen haben, dann sind Sie herzlich dazu aufgefordert, die zu formulieren und niederzuschreiben. Was ist die Idee inhaltlich dieser Gespräche? Die Gäste, die wir ausgewählt haben, haben im weiteren Sinne alles etwas mit Deutschland, Rumänien und Europa zu tun. Wenn wir hier zum Beispiel in der Zukunft deutsche Gäste interviewen werden, dann sind es solche, die entweder schon einmal in Rumänien waren oder rumänische Wurzeln haben oder Verbindungen zu Rumänien haben. Umgekehrt ist es genauso. Haben wir hier rumänische Gäste, werden wir auch schauen, wie ist die Zusammenarbeit mit Deutschland und Rumänien in Europa. Wir wollen dem Ganzen also ein wirklich bilaterales oder auch sogar multilateralen Anstrich geben. Deshalb mein erster Gast heute, Xavier Leroux. Er selber leitet das Institut Français, das französische Kulturinstitut in Bukarest und ist mit mir gemeinsam, ich selber bin Leiter des Goethe-Instituts in Bukarest, demnächst Präsident des Europäischen Verbandes der Kulturinstitute in Bukarest. Aber dazu werden wir sicherlich gleich noch kommen. Ich werde jetzt in den nächsten 20 Minuten etwa Xavier einige Fragen stellen, einige Fragen persönlicher Natur, einige Fragen, die seine und natürlich auch unsere Arbeit als Kulturinstitute berührt. Und dann werden wir mal schauen, welche interessanten Fragen wir in unserem Chat haben und diese nehmen. Erst einmal möchte ich ganz herzlich Xavier begrüßen und ihm dafür danken, dass er dieses Gespräch auf Deutsch mit mir führen wird. Guten Tag, danke Joachim, danke schön. Sehr erfreut, hier zu sein. Es ist nicht ganz zufällig, dass du so gut Deutsch kannst, Xavier. Ja, es trifft sich, dass ich ein bisschen Germanistik studiert habe in meinen jüngeren Jahren und es trifft sich auch, dass du, Joachim, einer meiner Professoren an der Sorbonne-Universität Paris 3 gewesen bist. So haben wir uns in Bukarest wieder getroffen und wieder erkannt und arbeiten natürlich seitdem mit Freuden zusammen in diesem besonderen deutsch-französischen Verhältnis, was ja eben für viele, auch für Europa, eine entscheidende Rolle ist. Und dazu vielleicht direkt gefragt, Xavier, bevor ich in einem weiteren Schritt zu dir selber komme. Glaubst du, dass eigentlich Deutschland und Frankreich jetzt im Rahmen der Corona-Krise eine besondere Rolle zu spielen haben? Ist das etwas, was für uns eine Rolle spielen sollte? Das ist eine gute, aber eine schwierige Frage. Ich würde sagen, Deutschland und Frankreich haben immer eine besondere Rolle zu spielen. Wir sehen, dass viele Leute in Italien, vielleicht auch in anderen Ländern, ein bisschen enttäuscht sind mit der vielleicht mit der Situation, der Tatsache, dass die Europäische Union vielleicht nicht ganz genügend aktiv ist, wie die Leute es wünschen oder wünschten. Und ja, wenn solch eine Krise kommt, haben immer Deutschland und Frankreich zusammen eine Rolle zu spielen und müssen sich bemühen, die Sache nach vorne zu bringen.
Du hast sicherlich recht, aber du hast es ja angesprochen. Gerade in den Fragen dieser sogenannten Euro-Bonds oder Corona-Bonds gibt es grundsätzliche Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich aktuell. Frankreich ist eher bei den Südländern sozusagen, Spanien, Italien, während sich Deutschland bislang eher auf die Seite der Nordländer, also vor allen Dingen Finnland, Österreich und auch die sehr, sehr strengen Niederlande geschlagen hat. Also da fehlt einem noch so ein bisschen, finde ich, wirklich die gemeinsame Strategie zwischen den Ländern. Genau, und da können in der Tat Frankreich als vielleicht als größtes Land des Südens und Deutschland als größte Wirtschaft des Nordens vielleicht die Brücke, so eine Brücke bilden, sodass die zwei Teile Europas, die du erwähnt hast, sich besser verstehen und bessere Strategien zusammenbilden. Ganz recht, ganz recht. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wenn wir über die europäischen Kulturinstitute sprechen. Jetzt eine ganz persönliche Frage. Wie kommst du durch die Corona-Krise? Wie erlebst du das? Ich habe keine besonderen Probleme. Ich habe auch das Glück, dass ich seit 2 Jahren geheiratet bin. Ich bin also nicht alleine zu Hause. Ich glaube, das spielt eine sehr wichtige Rolle. Ich glaube, die Leute, die am meisten daran leiden, sind die Leute, die alleine konfiniert sind zu Hause. Und vielleicht auch die Leute, die keine Aktivität mehr haben, keinen Job mehr haben. Das ist natürlich nicht mein Fall, weil wenn das Institut geschlossen ist, haben wir ja trotzdem Projekte, an denen wir arbeiten. Das Budget, das wir jede Woche ein bisschen verkürzen müssen, weil das Geld natürlich weniger und weniger wird mit der Krise. Aber ich denke natürlich an alle Leute, die nicht mehr arbeiten in den Restaurants, in den Hotels. Die sind diejenigen, die leiden bestimmt. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Letztendlich sind wir noch, muss man sagen, sehr privilegiert. Das betrifft die Größe unseres Wohnraums, das betrifft unsere familiäre Situation. Und bei mir genauso wie bei dir, ich mache Teletravail, also Homeoffice, und arbeite sogar, würde ich sagen, genauso viel wie wenn ich in mein Büro in Bukarest gehen würde. Allerdings, weil du gesagt hast, verheiratet, es ist gut, dass man zu Hause ist. Es wird natürlich auch eine große Zunahme der häuslichen Gewalt festgestellt in vielen Zusammenhängen. Ja, und das ist ja jetzt auch ein großes Thema. Gerade heute wird das ja in Deutschland besprochen, wo sich Angela Merkel auch mit den Länderchefs trifft, den Ministerpräsidenten der Länder, der deutschen Bundesländer, dass die Frage ist, gibt es nicht eigentlich auch einfach sehr viele Kollateralschäden, wenn man so will, in anderen Bereichen, und müssen wir nicht was tun, um zurückzukehren zu langsam normalen Zuständen? Frankreich hat sich jetzt für ein weiteres Konfinement wie Rumänien für einen Monat entschieden, und wir werden morgen ungefähr um diese Zeit, denke ich, wissen, wie sich Deutschland entschieden hat. Wie immer, ja, und das ist ja auch interessant, kann man ja feststellen, dass es in Deutschland sehr disparat ist, weil es eben diese Bundesländer gibt. Ja? Richtig, richtig. Und das ist finde ich, während dieser Krise hat sich das zum Teil als gut, zum Teil als auch problematisch erwiesen. Wenn in einem Bundesland beispielsweise die Baumärkte auf sind und im anderen sind die Baumärkte geschlossen und die Leute dann von einem Bundesland mit dem Auto in das andere fahren, um in einem anderen Baumarkt einzukaufen. Ah, ja? Richtig, ah, okay. Das ist so, würde ich sagen, typisch deutscher Föderalismus. Ne? Gleichwohl scheint es einigermaßen zu funktionieren, weil die Leute sich in weiten Maßen an sehr diszipliniert verhalten. Ich würde da auch hinzufügen, dass ich sehr, sehr beeindruckt bin an der Situation hier in Rumänien. Ja. Ich finde, die Leute also respektieren relativ das Konfinement. Ich habe nie irgendwelche Tension auf der Straße gesehen oder davon gehört. Ich finde, dass die Situation sehr, sehr friedlich ist, und das muss man schon unterstreichen. Das ist vielleicht in anderen Ländern Europas, beziehungsweise in Frankreich, Italien, die Situation ist vielleicht ein bisschen mehr tendu. Angespannt. Angespannt, genau. Genau, ja. Ja, sicherlich. Und das ist gut, dass du das von Bukarest auf jeden Fall berichtest. Was ist mit deinen Mitarbeiterinnen
Sind die alle zu Hause? Arbeiten die alle von zu Hause aus? Haben sie alle Arbeit? Hast du sie in die Kurzarbeit geschickt? Was habt ihr gemacht? Ja, eine gute Frage. Die meisten arbeiten von zu Hause. Diejenigen, die können, zum Beispiel gibt es einige Personal im Kino. Wir haben ja ein Kino, das Elvia Popesco Kino, die natürlich nicht arbeiten können. Die Techniker zum Beispiel oder die Kassierer im Kino können nicht arbeiten, aber die meisten Kollegen arbeiten von zu Hause. Und mit meinem Team, zum Beispiel in der kulturellen Abteilung, haben wir jeden Morgen ein kleines Treffen auf Zoom und besprechen die Situation, die Projekte, an denen wir weiterarbeiten. Also insofern ist es okay, glaube ich, so weiterzuarbeiten. Wie ist das mit den Projekten? Also du hast es eben angedeutet, wir kommen später vielleicht noch auf die Sprachkurse zu sprechen. Wir haben inzwischen 50% unserer Projekte gestrichen, und zwar deshalb, weil sie A, nicht stattfinden können, und B, weil wir das Geld an anderer Stelle brauchen. Und C, aber auch, weil wir der Meinung sind im Moment, dass eine bestimmte Form von Kulturveranstaltungen wahrscheinlich dieses Jahr sowieso nicht mehr stattfinden werden. Das würde euch jetzt ganz besonders hart treffen. Nämlich, du hast es angesprochen, ihr habt eines der schönsten Kinos der Stadt ausgezeichnet, auch als eines der besten Programmkinos, in dem viele, viele Festivals laufen und Ähnliches. Wie geht ihr denn damit um? Ja, genauso wie bei euch gibt es sehr, sehr viele Projekte zwischen März. März ist sehr, sehr wichtig für uns Franzosen, weil das der Monat der Frankophonie ist in der ganzen Welt. Also von März bis wahrscheinlich auf Juni sind unsere Projekte und die Projekte unserer Partner beziehungsweise der Festivale zum Beispiel, die wir unterstützen oder mit denen wir arbeiten, natürlich nicht mehr laufen. Und wir konzentrieren uns ja auf das Programm von September an bis Dezember. Und wir haben auch unser eigenes Festival, unser Filmfestival von April bis auf Ende September postponed. Ah, man hört dich nicht mehr. Da bin ich wieder. Also du gehst davon aus, dass ihr eure Aktivitäten ab Herbst wieder normal ausüben könnt? Es ist die Hoffnung, und die größte Hoffnung ist, wie gesagt, dass unser Festival stattfinden wird Ende September, Beginn von Oktober. Ja, und wie kann ich das vorstellen? Denkt ihr dann zum Beispiel, dass man dann noch die Abstandsregeln halten muss? Also ist das zum Beispiel, dass du dann sagst, naja gut, dann kommen in unser Kino nicht 200 Leute rein, sondern nur 50 oder 60? Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Das hatten wir eigentlich gemacht. Ganz am Anfang der Krise hatten wir nur 100 Leute angenommen für ein Kino, das 183 Sitze hat. Ja, genau. Denn ich denke, es sind ja zwei Sachen. Wir gehen alle ins Digitale, viele machen Online-Theater, Online-Konzert und so. Das wird sich auch noch verstärken in nächster Zeit. Jede Institution wird eigene Formate entwickeln. Auf der anderen Seite glaube ich natürlich, dass die Menschen einen ungeheuren Hunger nach Begegnung haben werden. Ja, das ist klar. Zusammenzukommen und so. Natürlich vielleicht noch unter Wahrung des Abstands, den man braucht, aber sich zu sehen, sich auszutauschen. Und deshalb muss man, glaube ich, auf beiden Gebieten gut unterwegs sein, nämlich auf der einen Seite Digitales anbieten, aber auf der anderen Seite überlegen, wie mache ich es, wenn es auf jeden Fall die Tür wieder ein Stück aufgeht, nicht wenn sie ganz aufgeht. Ganz aufgeht, ist es uns ziemlich klar, was wir machen. Dann feiern wir, dann werden wir gemeinsam ein Glas Wein oder auch mehr trinken. Wir werden feiern machen, wir werden froh sein, wieder zusammen zu sein. Aber das Problem, denke ich, wird von der Form die Übergangsphase sein, wie wir uns organisieren. Genau, aber ich glaube schon, du hast recht. Und ich nehme an, dass in den nächsten Jahren dass wir vielleicht ein bisschen mehr Online-Debatten organisieren, beziehungsweise mit Leuten in einem Raum, aber mit anderen Experten oder Gäste, die wir normalerweise einladen, aber die wir dann vielleicht diesmal digital einladen werden,
um den Planeten ein bisschen zu schonen? Das ist ein gutes Stichwort, die Ökologie. Im Moment geht es dem Planeten ja viel besser, absurderweise, durch dieses Lockdown oder Shutdown, je nachdem, wie man es nennen will. Aber wir müssen natürlich, und du hast völlig recht, unsere Lektionen daraus ziehen für die Zukunft. Wir haben festgestellt in unserer Institution, dass es natürlich einfach möglich ist, viel mehr Treffen virtuell über die von dir genannten Plattformen, Skype, Zoom, Teams oder was auch immer zu machen. Und ich bin sicher, das wird unsere Institutionen auch nachhaltig ändern. Wir werden nicht mehr alles physisch vor Ort machen, sondern es wird eine ganze Reihe von Treffen geben oder von Einladungen, wie du sagst, von anderen, die man zukünftig eben digital organisieren wird. Ganz klar, ganz klar. Und ich hoffe auch, dass die Welt von morgen jetzt allgemein gesehen ein bisschen weniger stressig sein wird, weil viele Leute eingesehen haben, dass wir ein bisschen langsamer leben können, denken können, zusammen reden können und das Leben geht weiter. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, das wird uns in vielerlei Art prägen, was jetzt passiert. Wir haben gerade über die Ökologie geredet. Man kann aber auch darüber reden, über die Wertschätzung gegenüber den Berufen, die jetzt vor allen Dingen im Fokus stehen. Mhm. Ja, die Enseignants, die Lehrenden, alle, die im Pflegebereich tätig sind, die Mediziner, das Pflegepersonal, die Müllmänner. Ja, also auch das, denke ich, wird eine gesellschaftliche Debatte anstoßen. Ja, und vielleicht dann sogar den Kern der Debatte der letzten 20 Jahre, unsere sogenannte neoliberale kapitalistische Gesellschaft, vielleicht Denkprozesse anstoßen, die uns helfen, an bestimmten Dingen vielleicht zu korrigieren, ja, Dinge etwas anders zu machen, ja, als sie jetzt sind. Ganz recht, aber dafür muss die Zivilgesellschaft vielleicht mehr gehört werden, mehr als die Bankier, mehr als die finanziellen, wie soll ich sagen, Leaders. Ja, ich glaube, das ist the key. Das ist das, wie sagt man das? Das Schlüssel, wenn du so willst, ja. Das, ja, ja, genau. Der Schlüssel ist die Zivilgesellschaft, die während dieser Krise denkt, austauscht, wie du sagst, Lektionen nimmt von dieser Krise. Und wenn diese Zivilgesellschaft nicht gehört wird, wenn es immer dieselben sind, die die Entscheidungen machen, dann wird es nicht weiterkommen. Das ist ein gutes Stichwort. Ich meine Zivilgesellschaft, Europa ähnlich. Wir, das Goethe-Institut, ihr wahrscheinlich ähnlich, machen eigentlich schon seit Jahren einen inhaltlichen Shift, eine Änderung mit, die uns eigentlich weg von einem klassischen Kulturinstitut, was ästhetisch-künstlerische Formate anbietet, mehr und mehr zu einem Institut werden lässt, das gerade die Frage der Zivilgesellschaft, des Engagements und, um jetzt deinen Punkt aufzugreifen, der gesellschaftlichen Partizipation, der Teilnahme, in den Fokus stellt. Und wir sind jetzt schon, trotz der Tatsache, dass wir jetzt wenig Geld haben und auf einiges verzichten müssen, explizit aufgefordert worden, in Zukunft genau noch mehr als jetzt die Themen Zivilgesellschaft zu berücksichtigen. Mhm. Schlägt sich sowas auch bei euch in der Arbeit nieder? Diskutierst du das mit deinen Mitarbeitern? Und wie kann man sich das vorstellen beim Institut Français? Ja, das ist bei uns genauso. Wie du sagst, in den letzten Jahren war das sowieso mehr und mehr wichtig für das Außenministerium und für die Leute, die im Ministerium entscheiden. Das Thema, wir hatten einige Stichthemen, die immer wieder kommen. Das Digitale zum Beispiel, die Jugend, natürlich Europa, das hast du auch gesagt. Und das Environnement, also die Umwelt, ja, der Umweltschutz. Und jetzt mit dieser Krise ist es ganz klar, dass das Thema jetzt Gesundheit in Connection mit der Wissenschaft mehr in den Vordergrund kommen wird. Und hoffentlich werden viele Politiker auch verstehen, dass wir vielleicht den Gesundheitsbereich ein bisschen zu viel oder zu wenig unterstützt haben in den letzten Jahren.
Ja, das ist eine interessante Debatte. Das sind ja auch die Debatten, die jetzt über die in der Corona-Epidemie, Pandemie bezüglich der Anzahl der Toten zum Beispiel geführt wird. Haben wir den medizinischen Bereich so stark rationalisiert, dass wir keine Kapazitäten mehr für die Notfälle vorgehalten haben. Das ist richtig. Wir müssen leider jetzt langsam ein anderes Thema ansprechen. Darüber könnte man noch viel sagen, aber das müssen wir ja jetzt nicht erschöpfend behandeln. Wir werden beide das sicherlich als Präsidenten auch des Verbandes der Europäischen Kulturinstitute hier in Bukarest, Rumänien, einbringen, mit den anderen diskutieren. Da sind viele andere dabei, die Österreicher, die Niederländer, die Rumänen selber, ja, die Engländer, Spanier, Italiener und. Der Verband heißt EUNIC und hat auch eine eigene Webseite, falls Sie das interessiert. Ich wollte jetzt gerne, bevor wir zu ein paar Fragen kommen, noch ein problematisches Feld ansprechen, die Sprachkurse. Und ich glaube, das ist bei euch auch so. Wir selber müssen einen guten Teil unseres Budgets, was wir als Goethe-Institut Bukarest haben, müssen wir selber verdienen. Und im Moment sind halt die Kurse eingestellt, bis auf Weiteres. Ja, wir haben auf online umgestellt, Online-Kurse, aber es ist natürlich zu erwarten, dass man da nicht so schnell so viele Schülerinnen und Schüler Interessenten findet, wie man das in den klassischen physischen Präsenzkursen hat. Wie ist die Situation bei euch? Seid ihr finanziell bedroht? Wir müssen jetzt keine Vertraulichkeiten austauschen, aber wie schätzt du die Situation ein? Die Situation ist natürlich nicht einfach, weil wir, wie gesagt, unser Kino geschlossen haben und genau wie bei euch unsere Klassen auch geschlossen haben. Das Gute aber ist, dass wir weiter mit den Erwachsenen auf digitale Weise unterrichten, zwar mit Zoom und mit einer neuen Plattform, digitalen Plattform, die wir seit 10 Tagen benutzt haben. Und wir haben bisher mehr als 300 Erwachsenen, die weiter bei uns Französisch lernen. Meine Frau ist auch eine von diesen 350 Studenten. Und wir werden sehr, sehr bald am Ende des Monats mit den Teenagers und den Kindern auch weitermachen. Die sind 700. Das heißt, am Ende des Monats werden wir trotz der Krise mehr als 1000 Lernende haben. Glückwunsch, das versuchen wir auch. Wir sind gerade in der Einschreibphase und ich hoffe auch, dass wir das einigermaßen kompensieren können, wie ihr, und jetzt muss ich doch noch mal eine Sekunde Werbung für uns selber machen, ja, wie ihr versuchen wir allerdings nicht nur die Sprachkurse einfach digital zu machen, sondern gleichzeitig hochentwickelte Plattformen zu nutzen, bei uns Adobe Connect unter anderem, ja, die eben ganz andere pädagogische Mittel erlauben als jetzt das, was wir jetzt machen, ein Skype-Gespräch oder so. Ja. Und natürlich gibt es auch schon ausgearbeitete pädagogische Konzepte für diesen Unterricht. Man macht das dann nicht mehr mit dem klassischen Lehrbuch, sondern hat andere Konzepte. Ich glaube, das ist viel reicher. Ja. Ja. Und da ist es wichtig, dass zu sagen, dass natürlich sowohl ihr für das Französische als wir auch für das Deutsche ein bisschen Marktführer sind und auch in der Technologie am weitesten fortgeschritten sind und die aktuellsten Sachen anbieten kann. Ja, jetzt kommen wir zu den Fragen, wenn du erlaubst. Jederzeit bist du natürlich auch frei, umgekehrt Fragen an mich zu stellen. Eine Frage eben war, was tust du, als an uns beide, und wir können ja hintereinander antworten, was tun wir als erstes, wenn das Leben wieder normal wird? Ich glaube, ich werde meiner Frau eine Pizza essen mit einem guten Wein, Rotwein trinken. Ich weiß nicht, das ist das Erste, was mir einfällt. Vielleicht auch Squash spielen. Spielst du Squash? Ist das deine Ja. Ja, ich glaube, da unterscheiden sich die Menschen wenig. Ich habe auch dran gedacht, ja. Ausgehen, am besten noch auf einer schönen Terrasse sitzen, genau. im Sommer bei schönem Wetter und etwas Gutes oder Leckeres essen und dabei ein Glas Wein trinken und sich
und sich unbelastet, ungestört bewegen und unterhalten können, das ist natürlich schon etwas. Ganz genau. So, eine weitere Frage war, ob die Sprachkurse zu denselben Preisen angeboten sind. Weißt du das? Habt ihr eine besondere Sprachpolitik oder wie ist das? Ich habe die Frage nicht gehört. Entschuldigung. Online-Sprachkurse dasselbe kosten wie die anderen, wie die normalen Kurse? Die kosten dasselbe, klar. Ja. Die sind nicht billiger. Mhm. Das ist bei uns auch der Fall. Das ist, manchmal denken die Leute, sie müssten billiger sein, aber sie sind für die Vorbereitung und die Durchführung genauso aufwendig wie die anderen Kurse. Ich glaube sogar, dass von dem, was ich von unseren Lehrern höre, ist es mehr Arbeit, viel mehr Arbeit. Zumindest, besonders am Anfang. Ja, zumindest am Anfang. Jetzt sind umfängliche Schulungen nötig, technische Versuche. Genau. Dauert lange, bis man das installiert hat. Völlig richtig, genau. Genau. Nächste Frage wäre an uns beide. Was machen unsere Länder, Frankreich und Deutschland, um die Kulturszene zu unterstützen? Also wir sind uns einig, dass viele, und ich meine, du wirst solche kennen, ich kenne sie auch, ja, viele der Leute, die wir sonst einladen, haben wir ausladen müssen. Die viele sind jetzt auf einmal von einem Tag zum anderen, die Freischaffenden, ohne Honorar oder Ähnliches. Gibt es Maßnahmen in unseren Ländern? Also in Frankreich gibt es so ein System, das vor der Krise schon existierte, das heißt Indépendant, System des Indépendants, das die Künstler erlaubt, Geld zu bekommen, wenn sie nicht mehr arbeiten für eine gewisse Dauer, wenn sie vorher genügend, also eine bestimmte Summe von Stunden gearbeitet haben. Ich glaube nicht, dass es inzwischen ein neues System gibt in der Krise, aber dieses System erlaubt viele, viele Künstler ein Minimumgehalt zu bekommen. Du meinst dieses System der Intermittenz? Intermittent, ja, Entschuldigung, nicht Indépendant, Intermittent, ja, genau. Ja. Muss ich jetzt mal Werbung machen für einen vergangenen Kulturminister französischen, einer der Sachen, die vor allen Dingen Jacques Lang, das existierte schon vorher, aber Jacques Lang hat das ausgebaut und entwickelt, um eben zu verhindern, dass zu viele Künstlerinnen und Künstler ins Prekariat abrutschen, wenn sie keine direkte Tätigkeit haben. Sehr interessantes Feld, eine Arbeitslosenversicherung für die Künstlerinnen und Künstler. In Deutschland gibt es etwas Ähnliches, das ist die Künstlersozialkasse. Es gibt aber auch einen großen Fonds, den die Kulturstaatsministerin Grütters aufgelegt hat. Ich glaube auch mehrere hundert Millionen Euro, ja, wo sich eben Künstlerinnen und Künstler darauf bewerben können, um Übergangsfinanzierungen für diese Zeit zu bekommen. Mhm. Nun werde ich gefragt, sehe ich jetzt in unserem Chat gerade, mit welchen weiteren Gästen ich diskutieren möchte. Das ist schon fast dann das Ende unserer Unterhaltung, lieber Xavier, von dir aus. Gibt es noch ein Thema, was du ansprechen willst? Etwas, was du umgekehrt von mir wissen willst oder was auf jeden Fall noch gesagt werden sollte? Vielleicht, ich weiß nicht, was ist deine Perzeption zwischen dem Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich, wie die Leute diese Krise erleben? Hast du das Gefühl, dass es einen Unterschied gibt? Ja, das ist so eine, wie du vorhin schon mal sagtest, gute, aber nicht ganz leicht zu beantwortende Frage. Ich glaube, heute jetzt ist in beiden Ländern etwa dasselbe Bewusstsein bezüglich der Gefahr und Gefährlichkeit dieser Pandemie vorhanden. Ich muss erklärend hinzufügen, dass ich mich gerade in Frankreich befinde. Wenn ich hier auf die Straße gehe, werden die Abstandsregeln vollkommen eingehalten. An den Eingängen der Supermärkte warten die Leute. Fast manchmal schon etwas, ich würde nicht sagen hysterisch, aber empfindlich wird reagiert, wenn jetzt jemand aus Zufall an der Kasse an einen vor ihm stehenden Kunden zu nah rantritt. Also ich finde, jetzt ist die Situation in beiden Ländern ziemlich ähnlich, was die Wahrnehmung der Gefahr betrifft. Nur
Vor 2, 3 Wochen war es in Frankreich noch anders. Ich glaube, es hat etwas länger gedauert, bis die Franzosen das ernst genommen haben. Mhm. Das mag ein bisschen aus der lateinischen Lebensart entspringen, aus der Tatsache, dass viele Menschen eben kleinere Wohnungen haben, dass man viel draußen ist. Als ich vor 3 Wochen nach Marseille kam, vor 4 Wochen, das war der Tag vor dem Beginn dieses Confinement, da waren überall quollen die Terrassen, das war ein warmer Abend, die Terrassen quollen über, ja, obwohl schon seit 2 Wochen klar war, dass sich der Virus vor allen Dingen natürlich in Örtlichkeiten verbreitet, wo man zusammensitzt und ähnliches. So. Das will mir so der Unterschied scheinen. Ich sehe aber auch jetzt diese Gleichheiten. Wenn ich mir die Rede von Macron angehört habe vor 2 Tagen, was er daran gesagt hat, was jetzt die Schritte betrifft, wie man da wieder rauskommt. Wenn ich mir die Gutachten der Wissenschaftler in Deutschland durchlese, wenn ich mir die Diskussion anschaue, die heute Angela Merkel führen wird, dann gibt es langsam oder sicher einfach bestimmte Erkenntnisse, die sich durchsetzen, was man denn zu tun hat. Da mag es dann auch im Einzelnen in Details, ja, da mag es im Detail noch Unterschiede geben, aber allen ist klar, wir müssen irgendwann die Schule wieder beginnen. Allen ist klar, die Älteren, die Universität, das kann erstmal eine Weile noch online laufen, ja. Wir versuchen, die Kleineren in die Schule zu bringen, die weniger mit den digitalen Instrumenten umgehen. Wir müssen die Wirtschaft hochfahren, ganz vorsichtig, vor allem durch kleinere Geschäfte und ähnliches, Abstandsregeln halten. Und das ist jetzt vielleicht auch mein finales europäisches Petitum. Ich hoffe sehr, dass nach dieser unglaublichen Renationalisierung, die Europa in den letzten Wochen mitgemacht hat, ja, alle sind ja zu sich selber gegangen, es sich jetzt durchsetzt, dass es gemeinsame Maßnahmen gibt, die man in Europa machen muss und dass man so auch nach und nach neben dem Herauskommen aus dieser Situation auch wieder die Prinzipien der Schengen-Staaten, ja, eine bestimmte Mobilität, ja, und Ähnliches in Gang setzt, das Europa auch als Ganzes zeigt. Und das ist eben, vielleicht schließt das gut an unseren Anfang mit Europa, wo wir Süd und Nord und Frankreich und Deutschland so ein bisschen als nicht unbedingt einig wahrgenommen haben. Ich glaube, das ist ungeheuer wichtig, dass man hier zur Bekämpfung dieser Pandemie eine Art von europäischen Spirit findet, der mit Varianten auf nationaler Ebene natürlich, aber Gemeinsamkeiten findet. Und da werden unsere beiden Institute daran natürlich teilnehmen, diese Grenzen wieder zu öffnen und die Kooperation, die Austausche zwischen Westeuropa und Osteuropa wieder in Gang zu setzen. Das ist natürlich unsere Rolle. Richtig, Xavier. Und wir sollten intensiv darüber nachdenken. Es gibt ja einmal im Jahr eine Ausschreibung zu deutsch-französischen Kulturprojekten, die über einen besonderen Fonds finanziert werden. Wir sollten nochmal intensiv darüber nachdenken, ob wir jetzt angesichts der jetzigen Situation ein Projekt konstruieren, was im näheren oder weiteren Sinn mit den Fragen zu tun hat, die wir heute hier diskutiert haben. Alles klar. Ich danke dir ganz herzlich und freue mich, dass doch schon einige Fragen hier in unseren Chat eingekommen sind. Wir haben einige gestellt. Wir können nicht alle stellen. Wenn Sie sich wundern, dass Ihre Frage nicht gestellt wurde, bitten wir um Verzeihung. Wir können nicht alle nehmen, werden aber alle beantworten, wenn noch weitere unbeantwortet geblieben sind. Ich wurde noch gebeten zu sagen, wen wir demnächst hier empfangen. In der nächsten Woche haben wir einen sogenannten Fokus-Talk über das Thema Migration. In 2 Wochen werden wir dann mit dem deutschen Autor Ingo Schulze sprechen, der selber, und ich hatte es anfänglich erwähnt, wir wollen ja immer einen Zusammenhang zu Rumänien haben, der selber nicht nur hier jüngst ein Buch veröffentlicht hat in rumänischer Sprache, sondern auch dessen Familie teils aus Siebenbürgen kommt. Und in der Woche darauf empfangen wir den international renommierten Künstler Gregor Schneider, der gerade im Mare eine Ausstellung hat und deshalb, wenn ich so sagen darf, zu unserem Thema auch sehr gut passt, weil er tote Räume gebaut hat, tote Innenräume baut, also Räume problematisiert, Räume darstellt in Museen. Mit diesen Worten bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, lieber Xavier. Danke.
freue mich, dass Sie alle dabei waren und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und natürlich für diejenigen, die das Osterfest erst feiern, ein sehr schönes Osterfest. Dankeschön. Tschüss.